Hallöchen. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und Ja, dafür ich weiß, gesorgt, es dass ich ist früher gerade so rauskam. toll und 3,5 Jahre früher, gesehen. um genau zu sein. Aber es ist besser als Joe hatte nichts. mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Auch jetzt nebenbei noch. Bosse, mach die Straße frei! Also nicht wundern, wenn ihr wieder so kennt, das ist hauptsächlich. Das ist so ein Weiterfahren! Bisschen. Ex-Garland, dramatische Zunahme von Prostitution in Empire Bay! Und ich glaube, hier ist das schon mal aufgenommen, war nicht? Alles klar, eine Empire-Tanz. Naja, dann nehme ich halt nochmal auf. So, also. Pass doch auf, du Rüppel! Falsch. Aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Hey, komm, das ist keine Ecke, sondern ein. Spaß. Erstmal zum Job. Ich habe keine Ahnung, wie lange noch spielen müssen. Hast du nichts Besseres zu tun? Bleib, ich gebe dir eine Schnurz. Dann doch nicht. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie lange das noch geht. Darf ich mitmachen? Hauen Sie ab, Mister! Sieht doch aus wie die eine, die wir da gerettet haben. Und... na egal. Wie das erkennt. Oh. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Zwischen aufgenommen. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setzt du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Danke. Ah ja, ne? Ah ja. Meinst du, dass du mit seinem Wagen kommst? Oder, hä? Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade.
Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Warum macht sie das Hemd, Mann? Scheiße. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Genau meine Kragenweite. Der Garage. Können wir eigentlich in die Garage fahren? Hey, pass auf! Ich bin dann Morphe. Zack. Boah. Boah. Mann, Joe ist gar nicht mit dabei. Mal höher. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Ja. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Mann, ich wollte die Waffe ziehen da unten, weil so ein Bulle. Komm, ich pinkel mit dem aus dem Fenster. Psst, oh, psst, boah. Oh. Man ist der Bulle schon weggefahren. Kacke. Naja. Ich will Sie nicht aufhalten, Sir. Sie haben sicher viel zu tun. Ich muss hier auf einen anderen Interessenten warten. Ja, hätten wir das nach ganz vor uns? Das kann ich nicht mehr machen. Hallöchen. Info an. ich meine, da guckst du hier schon sowas an, jetzt mal ohne Witz. Das macht man noch nicht. Das ist doch eklig. Ist schon. Sofort.
geht, Schlampe. Sagen Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. Wow, Hemd mit Hose. Hemd mit Hose. Hemd mit Hose. Lederjacke. Haben wir schon sowas? Hallöchen. Mhm. Da, Hemd mit Hose. Darf es sonst noch etwas sein? Vielleicht. Yeah, Stelly, 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 Stelly. Das nehmen wir. Ich glaube, irgendwie ist hier gar nicht rein soll. Alles Gute. Ja, ciao, Jason. Das ist eine Strahlung. Hey Kumpel, geht's noch? Ja, Klärchen. Bis zum nächsten Mal. Mein Schnubbel. Och man, wo soll ich denn hin?